herzlich willkommen hier zur nächsten Filmkritik beim Telestammtisch. Und diesmal ist es so, wie es eigentlich schon manchmal gewesen ist. Ich habe hier heute zwei Leute am Start und das fühlt sich so ein bisschen so an, als wären das nicht nur Kollegen, als wäre das auch so eine Art Crossover mit Herzklappe. Hi Ruben, hi Nina. Hallo. Ihr seid ja nun, wie unsere Zuhörer schon wissen, nun wirklich Leute, die sich regelmäßig mal über Filme unterhalten. Und Nina hat uns ja auch schon mal ausführlich vorgestellt, was Herzklappe ist. Sag mal Ruben, was machst du da eigentlich? Ja, ich mache eigentlich das Gleiche, was Nina da auch macht, beziehungsweise gemacht hat. Jetzt natürlich nicht mehr so aktiv, seit sie in Brasilien ist. Aber genau, wir leiten das Kinoressort dort bei diesem Sender, Herz 87.9. Das ist das Campusradio für Bielefeld. Genau, und wir sind dafür das Kino zuständig. Und da habt ihr natürlich auch immer dieselbe Meinung, oder wie? Nee. Nein. Offensichtlich nicht, nein. Ich sag nur La La Land. Da ja, also es gibt da so bestimmte wunde Punkte oder gewisse Bond-Darsteller, ja, wo man genau sich nicht so ganz einig ist. Aber das gehört natürlich dazu und ja. Okay, cool. Ja, also ich hoffe doch stark, dass unsere Zuhörer auch mal die Gelegenheit nutzen, bei euch reinzuhören. Es gibt bei euch auch vieles auf YouTube zum Nachhören, habe ich gesehen. Das ist schon mal klasse und ich habe mir auch eure Seite schon mal angeschaut. Da ist ja auch ein größeres Team, das ihr da irgendwie habt, ne? Genau. Ja, genau. Also unsere Kinoredaktion generell ist besteht aus mehr Leuten als nur uns. Also wir haben noch einen Kollegen, der das auch mit uns leitet, aber sonst gibt es noch ganz viele Leute, die auch regelmäßig Kritiken machen und unsere, ja, im Prinzip sind es ja drei Sendungen betreuen, ne? Also die Herzklappe, das wöchentliche Kinoformat halt mit den Rezensionen, dann alle zwei Wochen den Klappentalk, immer mittwochs, ja, wo wir dann so mehr talkmäßig reden und dann halt noch den Podcast, der halt so komplett unformell, sage ich mal, ist, einfach nur über unsere drauf losquatschen. Genau. Das kommt mir stark bekannt vor. Genau. Ja, genau. Und also ist auch cool, dass das eben auch gibt und dass diese Community da eben auch da ist. Und ich freue mich natürlich auch, dass auch du ja inzwischen regelmäßig was für geekwiz.de machst. Wir sind ja so ein bisschen so ein Team aus verschiedensten Leuten und auch ihr da draußen seid herzlich eingeladen, euch mal beim Andi zu melden. Der gute Mann hat denselben Vornamen wie ich. Das ist so der Chef von geekwiz.de. Der sucht immer coole Leute, die Bock haben, über Filme, Comics, Bücher und auch ganz viele andere Sachen, Games zum Beispiel eben jetzt auch zu quatschen. Also guckt da einfach mal auf die Seite, vielleicht habt ihr Bock mitzumachen. Und heute, da geht's um den Film, den wir drei uns angeschaut haben. Trägt den Titel Berlin Falling, ist aus dem letzten Jahr und kommt jetzt am 22. auch für die deutschen, fürs deutsche Heimkino eben auch raus, also fürs internationale Heimkino, aber ist eben jetzt auch auf DVD, Blu-ray und wahrscheinlich auch VOD erschienen. Der gute Film ist 1,5 Stunden lang, ein Thriller und ziemlich gut. Glaube ich. ja, erzählt mal, worum geht's denn? Ihr habt ihn dann auch gesehen. Vielleicht willst du uns kurz mal die Geschichte zusammenfassen, Nina. Ja, also es geht um Frank. Der lebt getrennt von seiner Frau. Und die Frau hat halt die Tochter. Und Frank will seine Frau und seine Tochter halt über Weihnachten sehen und soll sie abholen in Berlin am Hauptbahnhof. Und er lebt aber ein bisschen weiter weg, der muss halt mit dem Auto dann zum Bahnhof fahren und da muss er tanken, merkt er. Und an der Tankstelle trifft er Andreas und Andreas bittet ihn er will halt mit Frank mitfahren nach Berlin. Und ja, dann fahren die halt zusammen Richtung Berlin, aber Andreas ist halt nicht der nette Typ, den er zu sein scheint. Er presst Frank, ihn halt nach Berlin zu nehmen und dann passieren ganz, ganz viele Sachen. Aber mehr will ich halt nicht verraten. Es ist halt, ja, ein Thriller. Andreas ist nicht der, für den er sich ausgibt. Und Frank muss dann Sachen tun, die er vielleicht nicht will. Eine Mitfahrgelegenheit der besonderen Art also, die genau auch offensichtlich ein bisschen eskaliert. Wir haben jetzt hier die beiden Namen erwähnt, die da natürlich eine Rolle spielen, gespielt. Also, es gibt hier eine Person, die hat eben diese Doppelfunktion, nämlich Regisseur und gleichzeitig auch Drehbuchautor und natürlich eben auch einer der beiden Protagonisten ist Ken Duken. So spricht man den guten Mann, glaube ich, aus. und Nummer zwei ist jemand, dessen Namen, wo wir nicht so genau wissen, wie man ihn ausspricht, Tom Lashnia. Genau. Ja. Den man, glaube ich, auch aus Game of Thrones kennen kann. Kanntet ihr die beiden vorher schon auch aus anderen Sachen?
Also, nee, also ich kannte ihn auch nur aus Game of Thrones, in Tom Blaschier. Ich hatte halt kurz vorher auch schon, ja, bevor ich wusste, dass ich jetzt die Review hierzu mache, ein Interview von dem Regisseur tatsächlich auch, aber zu dem Film gesehen. Also das waren die einzigen Berührungspunkte sozusagen. Ken Duken spielt anscheinend auch bei Inglourious Basterds mit, aber den habe ich gar nicht mehr im Kopf. Oh, tatsächlich. Und bei Cagney und Co. spielt er mit. Okay. Also wer Kinder hat, kennt ihn wahrscheinlich. Meine ist noch viel zu klein, um den zu kennen. Du, aber das Interview, das du gesehen hast, Ruben, war das nicht zufällig das von den Rocket Beans? Doch, tatsächlich schon zufällig, ja. Da hatte ich das, hatte ich so die, genau, schon so ein bisschen was darüber gehört und war tatsächlich dadurch auch sehr angefixt, weil ich meine, deutsche Thriller, das gibt es ja jetzt nicht so oft, dass sich da Leute wirklich dran trauen. Ja, und ja, ich war auf jeden Fall hooked. Ich werde es auf jeden Fall genau wie den Trailer auch in der hier in den Shownotes verlinken, so dass ihr euch das Interview mal angucken könnt. Sehr informativ. Die sprechen dann über eine Stunde wirklich ausgiebig über den Film und den Entstehungsprozess dazu. Und eins der vielen Highlights an dem Film ist ja hier eben auch, dass es das Regiedebüt von Ken Duken gewesen ist. Er hat es also das erste Mal hier seinen diesen Regieposten eingenommen. Und ihr so als Experten, merkt man das dem Film irgendwie an? Ist da irgendwas noch so ein bisschen ja vielleicht unrund oder ist das irgendwie eine Sache, die gar nicht so auffällt? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die erste Hälfte des Films richtig, richtig gut. Halt zum Ende hin nimmt der meiner Meinung nach so ein bisschen an Qualität ab. Vielleicht merkt man da, dass es halt vom, ja, von, keine Ahnung, vom Pacing her, also das passt halt dann nicht mehr so krass, dass es ist halt, erst ist es ein Kammerspiel, in dem Auto sind sie halt die ganze Zeit drin und dann artet es ein bisschen aus, finde ich. Also das Ja, ist auch so, also meine Meinung halt. Erste Hälfte super cool. Ab der zweiten Hälfte, wenn sie nicht mehr im Auto sind, ist es halt nicht mehr so doll. man merkt halt irgendwie so, dass er diese eine coole Idee hatte, so, ja, wie wäre es denn, es sind zwei Menschen im Auto und ja, der eine wird erpresst und kann nicht raus, was ja auch eher eine mehr oder weniger typische Thriller-Handlung ist, aber man merkt so ein bisschen, dass er, glaube ich, so diesen einen Pitch sozusagen im Kopf hatte und ja, wenn es dann darum geht, das Ganze zu Ende zu denken und vielleicht auch Antworten zu finden und so, da merkt man dann schon, okay, das ist dann vielleicht nicht ganz rund überlegt. Also genau, daran merkt man es, glaube ich, so ein bisschen. Also quasi, wenn das Ganze dann, wenn es gilt, das Ganze aufzulösen und dem guten Setting, der Ausgangssituation dann vielleicht auch eine vernünftige Konklusion zu geben, also das Ganze irgendwie dann auch eine Erklärung für alles zu liefern, warum er tut, was er tut. Das ist also eine Sache, wo du sagst, da gibt es eventuell Schwächen. Ja, ich finde halt, vielleicht hätte der Film bestimmte Sachen gar nicht so explizit erklären sollen, weil ich finde, wirklich ein großer Punkt, der diesen Film eigentlich am Anfang spannend macht, ist, dass du halt wirklich überhaupt nicht weißt, was los ist und dich in diese Lage versetzt, was würde ich jetzt eigentlich tun und so weiter. Und dadurch, dass du dieser Figur dann am Ende, es ist jetzt so ein Halbspoiler, aber nicht so wirklich, halt einen Hintergrund auch gibst, finde ich, nimmt das eben ganz viel an Spannung. Ja, und dadurch distanzierst du dich als Zuschauer irgendwie viel mehr davon und ja, bist gar nicht mehr so mittendrin, was für mich einfach bei so einem Thriller mit am wichtigsten ist. Aber es ist vielleicht auch gar kein Fehler vom Regisseur, also vom Regiepart, sondern halt eher vom Drehbuch, dass es halt wirklich so diese Auflösung ein bisschen sehr, ja, an den Haaren herbeigezogen oder ein bisschen sehr, sehr übertrieben ist, meiner Meinung nach. Aber wir fangen jetzt ja schon ziemlich viel an zu meckern. Eigentlich ist der Film ja auch schon Mann. am Anfang Ja, stimmt. schon echt cool eigentlich. Also ich mochte einfach diese Grundsituation, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht neu ist. Ich fand auch diese, was man ja eigentlich in jedem Thriller hat, in dem auch irgendwie so ein Auto vorkommt, in dem irgendwie Personen in einem Auto fahren, gibt es ja eigentlich immer eine Polizeikontrolle und die gibt es auch in diesem Film. Und ich weiß auch nicht warum, aber ich finde es jedes Mal total spannend und auch in diesem Film, finde ich, funktioniert das wirklich. Wirklich echt super und gehört für mich mit zu einer der stärksten Szenen auf jeden Fall von dem Film. Vielleicht wollen wir auch, um uns halt eben auch mal wirklich an den positiven Punkten kurz lang zu hangeln, uns dann nochmal genau die Figuren angucken, die hier gespielt werden. Also im Speziellen würde ich damit Fokus jetzt eben auf Frank und Andreas legen. Denn ich finde zum Beispiel, es ist.
Also so richtig ist es nicht so, für keinen der beiden ist es so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, okay, der ist jetzt hier der Vertreter der guten Seite, der macht, sag ich mal, und der andere ist so der Böse. Denn beispielsweise, das wird auch schon relativ schnell klar, der Frank, also der da quasi seine Tochter abholen will, ich meine, der ist schwerer Alkoholiker, der setzt sich mit richtig Schnaps im Schädel hinters Steuer und fährt los. Der ist anscheinend nicht unbedingt der zuverlässigste Typ. Wie es so zu seinem Schicksal kam, das wird in einem gewissen Rahmen durchaus geklärt, aber es ist nicht so, dass ich mir denke, ach hier, guck mal, der Frank, das ist aber ein super Typ und jetzt gerät er da in eine blöde Situation. So richtig fand ich den jetzt nicht, also das ist jetzt keine Sympathiefigur so im klassischen Sinne, was nichts daran ändert, dass er super gut gespielt war und dass die Figur an sich interessant ist, aber es ist kein Sympathieträger. Seht ihr das anders? Nee, Nee, das sehe das. ich genauso. Ja, sag du es. Ja, also ich finde, die Figur von Frank ist ziemlich gut gezeichnet. Also das ist halt wirklich der betrunkene Typ, der aber seine Tochter irgendwie auch vermisst und auch eigentlich, ja, eigentlich tut es ihm leid, alles was passiert ist, warum seine Tochter jetzt nicht mehr bei ihm ist und so weiter. Aber der ist halt, ne, der ist weder gut noch schlecht. Aber dafür ist halt die Figur vom Andreas halt ein bisschen flacher. Aber es macht auch für mich nichts aus. Also ich finde den, der ist super gespielt von Dom, wie heißt er nochmal? Dom, oh Blasch, ja. Mann. Blaschiher? Blaschi, Genau. ja, richtig. Also den finde ich halt super gut gespielt. Deswegen ist halt die Schwächen seiner Figur so an sich werden halt dann überspielt sozusagen von seinem Schauspiel, finde ich. Ich finde auch eigentlich beide Figuren ziemlich gelungen. Es ist also wie heißt der Frank, ist natürlich schon so ein bisschen so ein Archetyp für so einen Thriller. Er ist halt so der gebrochene Typ, der natürlich auch in seiner eher, sag ich mal, Ranzbude so lebt. Und ja, natürlich auch mit getrennter Frau und so, hat wenig Kontakt zu seinem Kind und so weiter. Aber ich finde das ja so ein komplexer, beziehungsweise so ein, ja, wie sagt man das, eher mit negativer Vorgeschichte belasteter Charakter, bietet sich einfach gut an, um da eine Verbindung irgendwie aufzubauen. Und das funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Und der transportiert eben dieses Gebrochene auch extrem gut. Genauso finde ich wie Andreas, der vor allem am Anfang eben, als man noch nicht so viel über den Charakter weiß, wirklich sehr ja, mysteriös wirkt und merkwürdig irgendwie. Und da finde ich, zieht der Film ganz viel Spannung draus, dass man diesen merkwürdigen Charakter hat, den man irgendwie nicht so ganz versteht. So, der den Frank so am Anfang total zutextet, so im Auto, und man denkt so, was ist denn mit dem eigentlich? Der ist auch irgendwie ein bisschen komisch. Und das ist, glaube ich, auch so eine Urangst, die man so ein bisschen hat, so irgendwie mit Vor Menschen, die man so Fremden. merkwürdig findet, so fremden Menschen, die man irgendwie komisch findet, so über einen längeren Zeitraum alleine zu sein. Und das finde ich eigentlich sehr cool. Ja, gerade wird dieser Andreas, seine Vielschichtigkeit, seine Facettenreichtum, der hat mir auch sehr gut gefallen, dass du eben wirklich nicht genau weißt, wer ist es eigentlich, was ist da los, warum fällt er da jetzt mit? Und das erste Mal ja einfach nur, scheint es ja ein aufgeschlossener, sympathischer Dude zu sein, aber wenn du dann eben merkst, dass da vielleicht doch ein bisschen mehr hinter steckt und er dann wirklich, du relativ schnell klar ist, okay, das ist vielleicht jetzt nicht der Best Friend vom Frank, sondern eben vielleicht einfach total irre, was auch gut rüberkommt, gibt es dann im Anschluss wieder ja Szenen, wo so versucht wird, ihm halt eben den Hintergrund zu geben und so ein bisschen auch erklärend zu wirken, warum er tut, was er tut. Und auch wenn seine Absichten sicherlich diskutabel sind, finde ich, blitzen da teilweise so Momente auf, wo man sich denkt, ja, okay, also ich kann es vielleicht nicht verstehen, was er tut, aber ich kann es zumindest nachvollziehen. Und das finde ich, macht die Figur für mich so sehr interessant. Okay, ich finde, bei so einem Drama wäre das auch sehr gut, wenn man dieser Person dann so einen Hintergrund gibt, dass man sie auch verstehen kann. Aber ich denke, bei so einem Thriller wäre es wirklich nötig gewesen, ihm so einen Hintergrund zu geben. Da würde ich jetzt mal so die Frage in den Raum stellen. Also ich finde persönlich, das hätte es nicht unbedingt gebracht, weil dadurch, habe ich ja schon gesagt, nimmt es irgendwie sehr viel Spannung, dass du so genau weißt, was sind seine Motive und so weiter. Du kannst es nachvollziehen. Genau, also ja. Weiß nicht, wie ihr Ja, darüber denkt. ich finde das, ich sehe das mehr oder weniger genauso wie Ruben. Ich finde, ab dem Zeitpunkt, wo man irgendwie, wo Andreas seine Beweggründe erklärt, finde ich, dass der Film auch ein bisschen an Spannung verliert. Also es ist immer noch so, was passiert als nächstes, ist immer noch die Frage, aber irgendwie hat mich dann
das alles ein bisschen so rausgebracht, weil, wie gesagt, ich fand die Szenen, wo sie halt nur im Auto sind auf dem Weg nach Berlin, fand ich super spannend, super gut gemacht. Auch die Action war einfach super gut. So Action, die man halt wirklich mehr oder weniger nur aus Hollywood kennt, wo da geprügelt und gehauen wird. Und das fand ich halt richtig, richtig gut. Aber ab dem Zeitpunkt, wo sie halt in Berlin wirklich ankommen, finde ich, nimmt sehr viel Spannung weg. Sobald er halt die ganze Zeit, weil es ist ein bisschen auch so ein Fehler von Bösewichten, sage ich mal so, dass sie halt dann breit und lang erklären, warum sie das tun, was sie tun. Und das hätte für mich auch nicht sein müssen. Man hätte da ein bisschen mehr so Mysterium bauen können, so, dass man wirklich bis zum Ende hin nicht weiß vielleicht, warum er das tut. Ja, ich denke auch, man hätte einfach viel mehr so im Unklaren lassen können. Vielleicht hätte man auch im Unklaren, Moment, jetzt hätte ich fast gespoilert. Also so einen bestimmten Plotpunkt hätte man zum Beispiel auch im Unklaren lassen können, kann ich jetzt natürlich nicht drüber reden, aber einfach so, dass vielleicht die konkrete Gefahr, die von diesem Andreas ausgeht, dem Frank gar nicht so klar ist, sondern er nur denkt, da könnte möglicherweise was sein oder so, hätte ich, glaube ich, viel interessanter gefunden. Genau, wenn man der Film einfach mehr angedeutet hätte und mehr im Unklaren gelassen hätte. Soweit ich mich jetzt dunkel an das Interview auch erinnere, das ich da bei den Rocket Beans gesehen habe, sagte er, dass er natürlich durchaus den Anspruch hatte, da irgendwie so ein bisschen dieses Filterbubble-Ding mit einzubauen. Also, dass man quasi selbst nur Teile von Informationen ja eben aus dem Netz zum Beispiel bekommt und aufgrund dieser Teilinformationen von der Gesamtwahrheit, die man von wo auch immer her bekommt, sich sein eigenes Weltbild zusammenbaut und daraus schließt er dann offensichtlich, dass er tun muss, was er tut. Ich vermute einfach, dass das einfach so ein Plotpunkt gewesen ist, den er mit einbauen wollte, um der ganzen Sache vielleicht auch so einen, ja, sagen wir, moderneren, tagesaktuelleren Anstrich zu geben. Ja gut, ja. Das ist halt wieder diese sozialkritische Note, die, wo man ein bisschen das Gefühl hat, das muss in einem deutschen Film unbedingt drin sein. Ich meine, kann ich natürlich auch verstehen, also der Film ist natürlich sozusagen, wie sagt man das, von der Gegenwart ja auch eingeholt worden, durch diesen Anschlag am Breitscheidplatz, der zufällig so so ungefähr an dem Tag der Premiere auch tatsächlich stattgefunden hat von dem Film. Und das ist dann natürlich bisschen schwierig. Trotzdem, was jetzt den Inhalt von dem Film einfach angeht, hätte es dieses Sozialkritische, was dann am Ende durch die Aufklärung von diesem Ganzen sozusagen verdeutlicht wird, hättest es, finde ich, nicht unbedingt gebraucht. Also ich finde, man hätte da einfach auch mehr den Zuschauer überlassen können, da vielleicht Sachen rauszulesen. Wobei ich natürlich diesen Ansatz von dem Regisseur verstehen kann. Aber ich glaube, so explizit hätte er es nicht unbedingt einbauen müssen. Genau, also ich finde es genau das Gleiche. Also das war mir dann doch zu hier, das ist das, was wir euch sagen wollten, breit erklären und der Andreas hat auch sehr, sehr, sehr viel Zeit, alle seine Beweggründe zu erklären. Das finde ich halt ein bisschen zu viel. Da hätte man halt ein bisschen, der Film ist halt nur 1,5 Stunden lang, aber man hätte dann deutlich kürzen können, finde ich, so von den Beweggründen von Andreas her. Aber für mich hätte es auch mehr Action geben können. Ich fand die total toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Das habe ich, ja. Ich gucke auch nicht so viele deutsche Filme, aber von deutschen Filmen war ich das nicht so gewohnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. So gut choreografierte Action. Ganz gut, musst du einfach mal überlegen, auch so ein bisschen einfach, ich meine, die sitzen in einem Auto, so richtig viel kannst du da nicht ausholen, ne? Da muss man halt eben auch eine Choreo bringen, das fand ich wirklich krass. Eben. Ja, ich fand das auch, also vor allem so, wenn Frank merkt, was da los ist, wie sie das gedreht haben und wie sie das choreografiert haben, fand ich super großartig und auch das Ende fand ich total gut, auch von den Effekten und von der Kamera und von allem her. Das Ende hat es dann auch ein bisschen rausgerissen für mich, weil ich war wirklich so, nach so der Hälfte war ich so ein bisschen raus und dann zum Ende hin war ich wieder drin. Ich muss auch sagen, der Look generell ist auch einfach total super, finde ich. Es wird die ganze Zeit diese beklemmende Atmosphäre auch schon allein durch den Look auch transportiert und dadurch, dass es natürlich Winter ist, auch wirkt es halt alles noch ein bisschen beklemmender, ein bisschen kälter und das finde ich wirklich auch für eine deutsche Produktion wirklich sehr cool gemacht, auf jeden Fall, zusammen mit der Action. Prima.
Dann wisst ihr, wie das bei uns ist. Am Ende, wenn wir über alles gesprochen haben und unsere Meinung ausgetauscht haben, dann fühle ich mich immer irgendwie genötigt, unserem Zuschauer dann noch so eine Punktezahl geben zu müssen. Weil es einfach ganz gut ist, das irgendwie auch einzuordnen. Auch wenn es schwerfällt, natürlich manch eine Sache zu bewerten. Wenn ihr jetzt 5 Punkte hättet und also maximal für ein perfektes Meisterwerk, wie viele Punkte oder eben Sterne würdet ihr dem Film denn jetzt geben wollen? Also, ich finde Sternewertung immer ein bisschen schwierig, weil ich mich da selber nicht so ganz entscheiden kann. Sind denn halbe Punkte erlaubt? Ja, klar. Okay, dann würde ich 3,5 sagen. Einfach, weil ich hatte es jetzt auch nicht mehr so auf den Schirm, dass das Erstlingswerk von dem Regisseur ist, und ich glaube, der hat schon echt ein paar coole Ansätze und ich würde da gerne mehr von sehen, deswegen gibt es noch einen halben Punkt oben drauf von mir. Ich muss Ruben einfach total zustimmen. Ich hätte auch 3,5 Punkte gegeben. Auch erstens, weil es der erste Film von Ken Duken ist, und vor allem auch, das zeigt halt einfach, was der deutsche Film einfach kann. Es ist halt, deutsche Filme sind nicht nur Til Schweiger Romcoms und Elias Mbarek Komödien. Also das ist einfach nur deswegen, gibt es auch ein extra Pünktchen von mir. Es ist halt wirklich nur der Mittelteil und vor allem der schwache Bösewicht, mehr oder weniger, sage ich mal. Also seine Beweggründe fand ich halt nicht so gut gelöst, wie er das alles erklärt. Aber ansonsten fand ich den Film halt spannend und fesselnd und vor allem halt zeigt einfach, was der deutsche Film kann. Deswegen 3,5 auch von mir. Da schließe ich mich an, komme bei denselben Punkten raus, gerade aus den ganzen genannten Gründen. Ich finde, das ist ein solider Thriller, der mit seiner Schwäche da im letzten Drittel. Und ja gut, auch über das Finale kann man sicher streiten, aber es ist kein schlechtes und insofern kann ich den Film für so einen soliden Filmabend, Thrillerabend, gerade wenn es draußen noch ein bisschen kälter ist, kann man den schon mal gucken. Also auch von mir 3,5 Punkte. Und ihr da draußen habt eben jetzt noch die Gelegenheit, bei uns hier überall, sei es auf Twitter, Facebook, auf YouTube, wo das Ganze natürlich auch hochgeladen wird, oder eben auch auf Instagram, wo ich den Beitrag irgendwann irgendwie auch mal teilen werde, mit uns drüber zu sprechen und da eben auch mal mitzuteilen, wie eure Meinung zum Film gewesen ist. Habt ihr ihn überhaupt gesehen? Und wenn ja, wie fandet ihr ihn? Feuer frei, haut in die Tasten oder schickt uns eure Meinung. Wir freuen uns immer sehr über Feedback, auch zu genereller Natur. Ich würde mich freuen, wenn ihr da draußen auch mal eben bei Herzklappe reinhört und guckt, was Nina und Ruben dann noch so machen, wenn sie gerade mal nicht am Start sind, hier bei uns. Und euch beiden danke ich vielmals für die Zeit, die ihr euch heute genommen habt. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao.